Hallo Leute, was geht, was geht, was geht? Wir haben letztes Mal hier aufgehört. Und was ist da? Okay, ich habe leichte Grafikfehlchen. Okay, leichte Grafikfehlchen ist gut gesagt. Das ganze Bild ist ganz komisch. Guten Morgen. Moin. Wünsche ich dir auch. Willst du verreisen? Ich habe entschieden, das Haus herzurichten. Und du wirst mir dabei helfen. In meiner Indianer-Garderobe? Aber ein bisschen kritisch so als Indianer, oder? Hola. Glotz nicht! Dieser Ort ist unglaublich. Die Leute, dieser Lärm, die Gerüche. Was passiert hier gerade? Ich drück. Und hätte nicht die Hälfte der Wunder. Ich drück hier gerade nur nach vorne. Ich drück nur nach vorne, wie gesagt, ne? Ach, ey, ich drück, ohne Witz, ich drück nur W. Ich drück nur W. Er will einfach nach links. In der Nähe ist ein Laden. Kaufe die Sachen auf dieser Liste. Sag ihnen, wo die Kutsche steht. Und sie werden sie beladen. Verstanden? Ja. Gut. Und du brauchst doch einen neuen Namen. Connor. Ja, das ist jetzt der Name. Ich weiß nicht, wieso das passiert. Ich drück nur nach vorne, ich schwöre es. Ich drück nur nach vorne. Zu mir! Hier drüben, schnell! Okay, nach der Mission starte ich einmal das Spiel neu, weil irgendwie, ich meine, das geht halt nicht. Verlaufen? Ich brauche die Sachen von dieser Liste. Wirst du bezahlen oder lieber tauschen? Einiges davon habe ich, einiges nicht. Holz ist schwer zu bekommen, seit mein Lieferant verschwand. Aber ich habe Werkzeug und Pech, Nägel auch. Wohin soll ich das alles liefern? Unser Wagen steht am State House. Er wird uns sowas von überfallen und er stützt sich gerade in der Luft ab. Was ist geschehen? Genau das werden wir herausfinden. Folge mir. Okay, let's go. Zollhaus, ist was los? Kommt alle mit. Wenn ich jetzt in der Mission hier noch krass kämpfen muss, dann wäre das ein bisschen doof mit diesem komischen Bug. Ein letztes Mal auseinander! Versammlungen dieser Natur sind verboten! Wir gehen nirgendwo hin, Bastard! Hey, geht doch zurück nach England! Nichts Gutes entsteht aus solchem Chaos! Geht zurück nach Hause und alles wird vergessen! Niemals! Ihr müsst für eure Verbrechen bezahlen! Ihr Feiglinge! Schießt mit nicht. Gewehren auf Unbewaffnete! Wir haben keine Angst! Da! Oh, oh, oh. Mein Vater? Ja, das heißt, es wird sicher Ärger geben. Du musst jetzt seinen Komplizen verfolgen. Die Menge ist ein Pulverfass. Er darf die Lunte nicht zünden. Aber? Nichts aber. Tu, was ich sage und los. Komm her, du fetter Feigling. Du schießt ja doch nicht. Ethisch. Nein, ich will da doch nicht hin. Okay, wisst ihr was? Ich starte jetzt einfach neu. Das kann ich mir nicht geben, ganz ehrlich. Ich kann nicht steuern, ich kann nichts machen. Und ist das jetzt vorbei? Nein. Okay, ich starte einfach das Spiel neu. Ubisoft, Assassin's Creed 3. Einzelspieler, Kreutex. So, da sind wir wieder. Ja, das sieht ja schon um einiges besser aus hier. Dann folgen wir mal dem verdächtigen Mann. Ich könnte den, glaube ich, töten. Das ist jetzt so semi-geil irgendwie. Hehe. Du hast nichts gesehen. Ich sollte den vielleicht töten. Dein Plan ist gescheitert. Nicht ganz. Ihr Hunde! Feuer! Oha. Aber hieven, hieven away. Der ist runtergefallen. Wie geil ist das denn? Aua. Die habe ich entdeckt? No way, Jose. Kann ich nicht untertauchen? Ja, nur wenn ich renne, okay. Ja gut, ne, dann würde ich mal sagen, ab zu Achilles. Du bist Achilles Bursche. Connor, oder? Ich sah, was am Bürgerhaus geschah. Wer bist du? Samuel Adams, stets zu Diensten. Achilles bat mich, dich aus Boston herauszubringen. Erkläre. Die ganze Stadt sucht nach dir. Hört her, hört her! Ein Krimineller treibt sich um. Man gibt ihm die Schuld am Massaker am Townhaus. Die Bevölkerung soll die Wache rufen, wenn er gesehen wird. 10 Pfund für alle Hinweise, die zur Ergreifung des Irren führen. Fang damit an, diese Steckbriefe abzureißen.
Komm zurück zu mir, wenn du sie abgerissen hast. Man darf uns nicht zusammen sehen, solange die Steckbriefe hängen. Das klingt irgendwie stressig, wenn ich ehrlich bin. Verdammt nochmal, lauf! Lauf! War jetzt einmal kurz hier. Nein, nein, nein. Ah, Connor, da bist du ja. Ich möchte dir Cyrus vorstellen. Ist das der Mörder? Ruhig, mein Junge. Cyrus ist auf unserer Seite, oder wenn der Preis stimmt, wird er es sein. Kennt jemand diesen Mann? Sieh zu und lerne. Hört, hört! Wir erfuhren, dass der Verantwortliche für die heutige Schießerei womöglich verkleidet war. Eine Perücke und Schminke wurden in der Nähe des Tatorts gefunden. Zeugen sprechen von einem Mann mittleren Alters und blassem Teint, der zu den Landungsbrücken floh, ein Gewehr im Arm. Ich danke euch, Cyrus. Gerne. Dann komm mit. Eine letzte kleine Aufgabe bleibt uns noch. Ja, netter Lügner. Zum Drucker. Was glaubst du, wo all die Steckbriefe herkamen? Sie stammen aus einer Maschine. Wir müssen sie abschalten. Darf ich da jetzt einfach so hin, oder? Schätze schon, ne? Ich könnte über die Dächer gehen und dich dort treffen. Tunnel? Die Freimaurer haben ein ganzes Netz davon unter der Stadt. Sie sind recht nützlich, wenn Eile und Geheimhaltung nötig sind. Der folgt mir, okay. Kann der klettern? Oh, schon Verbündeter. Du da! Komm runter! Was? Wieso konnte ich den nicht? Jetzt? Angriff! Hä, ich versteh's nicht. Ich kann auch die Waffe nicht aufheben. Naja, okay. Oh. Hey, oh. Bumm. Er hat nichts getan. Ich glaube, darüber sind wir hinaus. Der Typ ist geflohen. Den Boden los, sonst wird die ganze Stadt von euren Verbrechen erfahren. Alles ein bisschen komisch hier. Von ganz Boston gesucht. Aber war schon eine komische Synchroni-Mission mal wieder. Warte. Schnellreisestation gefunden. Gut, gut. Du hattest recht. Ich entschuldige mich für meine Zweifel. Kein Wunder, dass Achilles so an dir interessiert ist. Teufel! Ich schätze, Schlosserknacken gehört nicht zu deinem Repertoire. Ah, easy, Alter. Okay, ich bin dabei. Ich bewege nach links. Du musst dann links und rechts bewegen, um den richtigen Winkel zu finden. Da habe ich es doch gehört, oder nicht? Ah, okay, nee. Hä? Wiederholt die Maustaste drücken. Ah, okay. Ja, alles ein bisschen verwirrend hier. Gut gemacht. Der Drucker ist nicht weit. Wir sehen uns dort. Okay, das war eine schnelle Untergrundmission. Lol. Okay, ist ein bisschen nervig, dass das hier nicht aufgedeckt ist. Vielleicht soll ich echt kurz einmal zum Turm spazieren. Was ist mit denen? What the fuck? Du verlangst sehr viel von mir, Sam. Ich weiß, aber ich wäre nicht hier, wenn es nicht wichtig wäre. Es ist wirklich unerlässlich. Doch nur dieses Mal. In Zukunft haben diese Dienste ihren Preis. Die Druckplatte zu ändern ist ausgesprochen schwierig. Ganz zu schweigen von der Gefahr, entdeckt zu werden. Ich werde deine Güte nicht vergessen. Ich zeige dir, wie du abreisen kannst, jetzt, wo wieder Ruhe herrscht. You're nice. So, nun hattest du gelernt. Hier wären wir. Sprich mit dem Hafenmeister und er bringt dich heim. Hab Dank für alles, Sam. Ich verspreche, den Gefallen bald zu erwidern. Oh, ich zähle darauf. Ja, läuft, Alter. Friends forever. Apps zum Hafenmeister. Seid ihr Hafenmeister? Bist du ein Hafenmeister? Du bist kein Hafenmeister. Du bist ein Hafenmeister. Bis dahin. Das ist unser Haus, oder? Ist das unser Haus? Ich bin mir sicher. Ja, sieht aus wie unser Haus. Willkommen zurück. Du liest mich in Boston. Deine Übungen hier sind alle schön und gut. Aber Erfahrung ist der viel bessere Lehrmeister. Was ist mit Vater? Ist uns entwischt, fürchte ich. Wenn du im Kampf gegen die Templer bestehen willst, wirst du das hier brauchen. Ist das die Rüstung? Jawohl. Mach schon, bevor ich meine Meinung ändere. Hey, Hilfe! Oh Gott!
komm, bitte, Hilfe, er wird sterben. Ja. Keine Zeit, bitte komm. Dann werden wir mal Gottfried folgen. Ey, chill doch. Musst du mir ja eine Nase kratzen. Als ob das halt keine Falle ist. Da unten? Er ist gerade unter der Brücke durch. Ja, als ob der da nicht schwimmen kann. Was ist der für einer? Ich glaube nicht, dass ich den aufhalten kann, ehrlich gesagt. Aber ein bisschen knapp, wa? Was dieser Holzkopf dir sagen will, ist, dass er dir ewig dankbar sein wird. Wen nennst du einen Holzkopf? Dich, weil du einer bist. Was wolltest du auf den Baum stemmen? Eins der Risiken von Holzfällern. Wir lagern im Wald, gar nicht weit von hier, und schlagen Holz. Wir wollten in der Gegend eine Mühle errichten. Es gibt eine gute Stelle nicht weit von dem Haus auf dem Hügel, wo ich wohne. Ich mag dich jetzt schon. Wir sehen es uns an. Okay, das war eine random Mission, aber ging einfach und schnell, auch wenn es am Anfang ein bisschen strange war. Die Ruhe wird mir fehlen, aber das Holz können wir gut gebrauchen. Das Haus benötigt viel Arbeit. Das und andere Dinge. Triff mich bei der kleinen Hütte an der Küste, wenn du Zeit hast. Da gibt es etwas, was du sehen musst. Und was? Was Nützliches. Hau ab! Sagte, hau ab, Bursche! Sprichst du des Königs Sprache nicht? Haben sie dich gesehen, alter Mann. Hätte glatt noch klar Schiff gemacht, hätte ich gewusst, dass du kommst. Der Bursche heißt Connor. Er setzt dir wieder alles in Stand. In Stand? In Stand? Verzeiht meine Manier. Sie ist immer noch die schnellste auf dem Atlantik. Gut, sie braucht etwas Liebe. Nur ein paar Kleinigkeiten, aber... Mit etwas Zuwendung fliegt sie wieder. Wer ist sie? Wer ist sie? Na, die Akia-Bursche! Das Phantom der Nordmeere! Das Boot. Boot? Sie ist ein Schiff, Bursche, und macht da keinen Fehler. Und ja, ich kann sie herrichten, aber es mangelt mir an Material. Für den Anfang brauche ich vor allem gutes Bauholz. Das kann ich beschaffen. Wie lange bis es... sie... in See stechen kann. Besorge mir nur das Holz, Bursche. Ich besorge die Crew. Und weg ist er. Geil. Ah, ist wieder noch da oben. Ah, da bist du ja. Ich muss dir was zeigen. Komm, sieh es dir an. Mein Journal. Es hilft uns, ist das groß. Unsere Siedlung zu verwalten. Wir konzentrieren uns auf das, was vor uns liegt. Nimm das Journal und ich zeig dir, wie alles funktioniert. Erstellung, Lager, Handel. Okay, bei Lager können Sie Gegenstände von außerdem werden alle Ressourcen, drücken Sie im Lager zu öffnen. Das kann ich kaufen, okay. Kaufen. Kaufen eine Menge. Drücken Sie, um Eichen noch zu kaufen. Einmal gekauft. Okay, das Lager erhält noch Geld. Drücken, um das Lager zu verlassen. Nach zurück. Zurück? Ja. Wähle Handelsmenü aus. Da. Leveling-Steuerung ist leer. Da kann ich dann Enter drücken. Kann ich das, was ich gekauft habe, steuern, Risiko, Reisedauer, Gewinn, okay. Ah, dann kann ich einen Händler wählen. Achten Sie auf Zeitrisiko, steuern, da diese je nach gewählten Händler unterschiedlich ausfallen, okay. Konvoi schicken, ja, Leertaste, um zu senden, okay. Also ist jetzt noch hier so ein Management-Simulator, auch interessant. Kann man mal machen auf jeden Fall, ne? So ein bisschen Sims spielen hier. Danach verging die Zeit sehr schnell. Tage des Lernens, des Trainings. Und der Arbeit verschwamm. In der wenigen freien Zeit, die Achilles mir gönnte, lernte ich mehr über die Templer. Über Charles Lee und meinen Vater. Ich wollte mich ihm stellen. Ihre Pläne durchkreuzen. Dafür sorgen, dass mein Volk frei und unbeschwert leben kann. Doch ich wusste, es war zu früh. Ihm jetzt entgegenzutreten, wäre mein Tod. Und all meine Arbeit wäre umsonst. Geduld. Zurückhaltung. Dies waren meine schwierigsten Lektionen. Doch alsbald meisterte ich auch dies. Tage wurden zu Monaten, Monate zu Jahren. Und mit meinem Geschick und Wissen wuchs auch ich heran. Okay.
netter Monolog. Kann ich jetzt mein Waffenrad? Naja, cool. Kann ich leider nicht mein Waffenrad benutzen. Das ist echt traurig irgendwie. Feuerwaffen. Ja, ich kann keine Pferdepfeife ausrüsten halt. Ah, auf R, nicht auf Q. Geil. Macht da natürlich alles ein bisschen schneller. So, jetzt kann ich links wohin. Die harte Tour. Also dann starten wir mal die Mission, würde ich sagen. Komm an Bord und weide deine Augen, Bursche. Nein, nicht den linken Fuß. Niemals den linken. Bringt Unglück. Tritt mit dem rechten Fuß zuerst auf. Okay, wusste ich auch nicht. Sie ist solide. Schnittig und geschmeidig. Sie macht 12 Knoten in einer steifen Brise. Kein Schiff zwischen hier und Singapur schlägt sie an einem guten Tag. Was hältst du davon, wenn wir in See stechen und du dich selbst überzeugst? Wo fahren wir hin? Zufällig braucht sie noch Kanonen und Offiziere, die sie befehligen. Wir laufen direkt aus. Keine Furcht, Junge. Ich mach noch einen Seefahrer aus dir. Und das Graussegelein ab in die Wanten und nicht einschlafen. Na los, Männer! Bringen wir sie da raus, wo sie sich wohlfühlt. Doch, erinnert mich irgendwie an den Anfang. Alter, ich kann nicht reden. Na los, Junge, wenn nicht jetzt, wann dann? Na komm, mach schon, sie weiß nicht. Vollgas, ab da links, in die Wand rein. Nee. Jetzt bist du mit ihr verbunden. Fühle in See hinein. Rufst du, halbes Segel, springen die Männer und sie wird schneller. Halbes Segel. Wo muss ich denn hin? Ach, nach links. Fliegt wieder. Fühlst du es, Junge? Setze Kurs auf Martha's Vineyard. Dort finden wir unsere Kanonen und Offiziere. Sie ist ein wendiges Schiff, doch je mehr Fahrt sie macht, desto schwerfälliger wird sie. Und umso fester muss dein Griff sein. Genieße das Stück Freiwasser, bevor wir zu diesen Untiefen kommen. Setze volles Segel, wenn du magst. Ich möchte volles Segel. Gebt mir alles. Alles setzen. Volles Segel. Der Wind dreht sich bald. Ruhe dir im Wasser. Sei wachsam, Connor. Böige Winde sind schwer zu meistern. Ich versuche ja schon nach links zu gehen. Du drückst mal um 1 zu holen. Volles Segel! Ah, damit ich wieder wenden kann, wa? Oh. Volles Segel! Gib mir alles, Männer! Volles Segel! Hui! Bring uns durch das seichte Wasser. Pass auf, dass du nicht auf Grund läufst. Die Sandbänke bremsen uns, aber Felsen schlagen ein Leck in den Bug. Und willst du schnell wenden, setze halbes Segel. Dann ist sie leichter zu manövrieren. Ja, ja, ist okay, verstehe ich schon. Geht auf halbes Segel! Nein! Halbes Segel! Die maximale Energie hier. Wir dürfen nicht gebremst werden vom seichten Gewässer. Monsterschiff, das pass auf den geht Schiff auch auf. Ab. Bleib auf Kurs, um dein Wegerecht zu behalten. Kartet sich der links noch ein Schiff. Ah jo, ja, das ist. Scheiß auf Wegerecht. Kreuzwinde! Oh. Deft die Segel! Langsam zieh mit halbem Segel! Ja, ich bin da dabei. Volles Segel! Gebt alles, Männer! Volles Segel! Der ist chillig mit dem Boot, muss ich schon sagen. Häuser! Wir sind bald da. Der ist doch schön. Hart, Backbord. Und rein. Ach, das ist der Wintersgrüne, wa? Verstehe. Wir gehen an Land. Anker werfen! Los! Los! Steht aufrecht, Männer! Konzentriert euch! Hallo, ich drück doch eh. Gebt mir halbes Segel! Gebt mir halbes Segel! Was zum Teufel sollte das dann sein? Hä? Der ältere Mann ist ein Templer. Was? Ich habe nichts gesehen von wegen einer Mission. Was soll das? Willst du ein Checkpoint laden? Ich habe keine Cutscene gesehen. Hä? Ey, ich habe echt keine Cutscene gesehen. Vision von einer Frau, die ersten Zivilisation trieben. Was ist das? Was? Ich würde jetzt gerne die Cutscene nochmal sehen, ehrlich gesagt. Ah, okay, jetzt bin ich nochmal hier. Aber egal. Da würdest du gleich nochmal die Cutscene sehen. Wir springen sofort zur Cutscene für euch. Na, dann würde ich mal sagen, gucken wir doch mal die Cutscene hier. Hallo, Miss Mandy. Du sollst ein Kuh jetzt überspringen. Ganz komisch. Stimmt das? Nach all den Jahren kommst du zurück nach Vineyard, um mir Komplimente zu machen? Wir suchen nach David und Richard Clutterbuck. Auch schön, dich zu sehen. Robert Faulkner, wo zur Hölle hast du gesteckt? Verzeiht mein plötzliches Verschwinden. Noch keiner durfte wissen, wohin es geht. Habt ihr viel Arbeit? Na,
Wir sind leider gerade ohne Heuer. Nun, wir suchen gute Kanoniermeister. Was haltet ihr davon, wieder mit mir zu segeln? Wir würden uns gerne mal wieder mit dir streiten. Gut gesagt. Birkia ist ein feines Schiff. Wir stoppen sie gerade mit Kanonen. Sieht so aus, als holt sich dein Freund eine Abreibung. Wo ist Charles Lee? Mir gefällt dein Tonfall nicht, Bursche. Oh, das solltest du dir überlegen, bitte. Bobby Faulkner spielt jetzt die Amme. Dann hast du wohl endlich erkannt, dass du auf See nichts taugst. Wow, wow, wow. Sowas gibt es hier drin nicht, meine Herren. Oder besser überhaupt nicht. Bobby, nimm deine Freunde und verschwinde. Gehen wir, Jungs. Die Kanonen müssen fertig sein. Na los! Er sieht nicht so freundlich aus, der Typ. Okay, jetzt wissen wir immerhin, was wir verpasst haben.